Herzlich willkommen, liebe Trader, zu unserem wöchentlichen Marktüberblick. Ja, wir beginnen wie immer mit dem S&P 500 hier dargestellt im ES Future. Und da fragt man sich gleich, hat Jerome Powell uns oder den Bullen gestern die Party versaut? Und es ist so, dass er eben halt hier auf jeden Fall eine Korrektur eingeleitet hat, die auch dringend notwendig war. Denn nach dieser Rallye, die ja aus dem Nichts kam, man muss sich vorstellen, der Markt war hier im Abwärtstrend, hat sein Wochentief rausgenommen. Es herrschte große Angst, ja, so nach dem Motto, aufgrund von Krieg, steigendem Ölpreis und nicht enden wollenden steigenden Anleiherenditen. Sah das so aus, so nach dem Motto, der Markt fällt und fällt und fällt. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier nicht mehr auf die Short-Seite gehe, weil ich dem Markt nicht mehr so viel Potenzial nach unten zutraue. Das hat sich auch mehr als bewahrheitet, hat sich als gut herausgestellt. Und der Markt ist quasi aus dem Stand heraus ja, in den Rallye-Modus gegangen und hat halt hier eine Wahnsinns-Rallye abgeliefert. Und dass sie natürlich irgendwann mal endet, ist auch klar, denn es kauft halt keiner mehr. Und das hat man hier also schon so ein bisschen gesehen. Hier an diesen, ich hatte das bei uns im Chat auch mitgeteilt, hier oben diese Widerstandszone, dass der Markt hier gegebenenfalls also erstmal in die Korrektur geht. Das ist meine Erwartungshaltung gewesen, dass er hier ein Stück runterkommt. Und als nächstes ist meine Erwartungshaltung, dass der Markt danach weiter raufläuft. Allerdings eben halt an diesen vorherigen Bewegungshochs ist natürlich immer so, dass es hier für die Trader, die halt irgendwo hier unten oder während dieser Rallye eingestiegen sind, eine sehr gute Gelegenheit ist, hier die Gewinne mitzunehmen. Und Jerome Powell hat da gestern den Anlass zugegeben, um zu sagen, okay, jetzt können wir erstmal ein bisschen Gewinne mitnehmen. Es gab gestern noch eine Auktion von den 30-jährigen Staatsanleihen, die ist wohl auch etwas weniger gut nachgefragt gewesen. Aber ihr seht, der Markt hier, das hatte ich ja auch bekannt gegeben, ist in einem Aufwärtstrend. Das heißt also, die Zinsen fallen. So, ihr seht, hier war das Signal am 1. November für den Aufwärtstrend der neue, der sich hier abgezeichnet hat. Und auch hier sehen wir, das ist natürlich immer keine exakte Wissenschaft, aber eben halt an diesen Bewegungshochs, da werden eben halt gerne Gewinne mitgenommen. Ich selber hatte hier auch einen Trade laufen, den ich da vorgestern beendet habe. Und ja, der Markt ist halt hier erstmal an dieser Zone erstmal abgeprallt und wurde halt gestern kräftig abverkauft nach eben halt dieser Bond-Auktion und den Aussagen von Jerome Powell. Aber auch hier nichts Ungewöhnliches, denn ja, ihr wisst, ein Trend besteht halt aus Bewegungsphasen und Korrekturphasen und nach der Bewegungsphase folgt eben halt in der Regel eine Korrekturphase oder nein, nicht in der Regel immer eine Korrekturphase und an die quasi schließt sich jetzt eben halt an, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste Bewegung und das gucken wir uns auch mal bei den 10-Jährigen an. Auch hier seht ihr, auch hier gab es am 1.11. das Long-Signal. Der Markt ist gelaufen bis ungefähr an das vorherige Bewegungshoch und korrigiert jetzt. So, und jetzt wird es eben halt spannend, was passiert nach der Korrektur. Wie gesagt, aus der Theorie des Lehrbuchs heraus setzt sich nach Abschluss der Korrektur die nächste Bewegungsphase fort. Und wenn die so kommt, dann wird es auch den Aktienmarkt in den nächsten Bewegungsschub bringen. Gucken wir uns mal den Dow Jones an. Auch hier exakt an den Bewegungshochs abgedreht. Jetzt in einer Korrektur. Also sehr, sehr schön wäre, wenn der Markt hier ja so 2, 3, 4 Tage korrigieren würde. Tag 2 sind wir schon. Das ist ja der Future. Das ist der Tag 3. Das heißt also, der Hauptmarkt hat noch gar nicht geöffnet. Aber auch hier haben wir eben halt an diesen markanten Bewegungshochs, was dann eben halt einfach Widerstandszonen werden, gesehen, dass der Markt hier erstmal nicht weiter möchte. So, hier erstmal abgeprallt und jetzt, wie gesagt, ist die Annahme, dass der Markt halt ein Stückchen korrigiert und danach wieder raufläuft. Und
Ja, ich schaue mir eben halt immer ganz gerne dazu Fibonacci an, denn schaut mal, der Markt ist eben halt hier sehr weit gelaufen. So, und da sind wir schon fast ungefähr am ersten Korrekturlevel am 23,6% Retracement. Das ist natürlich immer noch eine sehr, sehr flache Korrektur, aber der Markt war vorher auch stark gelaufen. Das heißt also, dass hier wahrscheinlich viele sitzen und lauern, so wie ich auch, und eben halt auf die nächste Chance warten, dass sie halt wieder in den Markt reinkommen. Und dazu können wir uns auch nochmal den Nasdaq angucken. Das ist ja der stärkste Markt hier mal wieder gewesen. Ihr seht hier auch aus dem Nichts heraus ist der Markt gelaufen, aber eben halt auch exakt bis an dieses Hoch und abgedreht, abgeprallt und geht jetzt hier auch in die Korrektur. Und auch da können wir mal ein Fibonacci-Retracement anlegen und mal schauen, wie weit, wo sind wir jetzt gerade. Und da sehen wir eben halt, ja, dass der Markt noch nicht wirklich groß korrigiert hat. Er hat noch nicht mal das erste Level erreicht. Also die Annahme ist, dass wir halt hier erstmal ein bisschen Korrektur sehen, 2, 3 Tage, und dass der Markt dann sich halt irgendwo fängt und dann wieder anfängt raufzulaufen. Und dazu eignet sich dann auch ganz gut, dass man sich den Trendverlauf im untergeordneten Chart anschaut, also im Stundenchart, und sich dann dort gegebenenfalls nach einem Long-Einstieg umschaut. Das ist jetzt erstmal die Basisannahme, dass das so kommen wird. Natürlich, wie gesagt, ist halt immer im Moment das Thema Zinsen, ja? Also was machen die Zinsen? Aber eben halt in der Intermarket-Analyse muss man natürlich auch sich immer anschauen, welche Hinweise kann man noch finden. Und wir sehen eben halt, dass der Ölpreis hier doch sehr, sehr stark korrigiert hat. Ihr erinnert euch vielleicht letzte Woche, hier an dem Tag, am 3. November, hatte ich gesagt, dass der Ölpreis sich wahrscheinlich hier weiter auf den Weg nach Süden machen wird. Ich habe einen Trade in Heizöl gemacht, der ist auch gut gelaufen in den Gewinn. Und ja, ich hoffe eben halt, dass der eine oder andere vielleicht hier auch für sich selber die Chance gesehen hat, dass der Markt hier durch diese Tiefs durchrauscht, was er eben halt auch getan hat und ja, hier mehrere starke Abwärtstage konnte man gut hier auf der Short-Seite begleiten. Ja, jetzt sehen wir eben halt, dass der Markt auch hier gestern so ein bisschen, ja, auch hier so ein Doji gemacht hat und jetzt gegebenenfalls hier erstmal in die Korrektur geht. Also ihr seht, wir haben hier das Short-Signal, nächste Bewegung, und jetzt könnte es eben halt gut sein, dass der Markt ein Stück läuft und dann gegebenenfalls noch die dritte Abwärtsbewegung macht. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Also je öfter quasi ein Markt in eine Richtung gelaufen ist, umso größer ist natürlich auch die Chance, dass er wieder, dass er ja, ich sag mal, seine Trendrichtung halt wechselt. Und ihr seht, dass der Markt hier doch ja, von Ende September von ja, 93, $94 jetzt doch schon ganz schön weit runtergekommen ist, also fast $20 gefallen ist. Das ist natürlich eine Menge. Und die anderen Ölprodukte sehen ja nicht anders aus. Also Heizöl und Benzin ist eben halt auch stark gefallen. Und das ist natürlich auch gut wiederum für das inflationäre Szenario, denn wenn Energie billiger wird, dann wird natürlich auch die Inflationsrate geringer. Ja, das nochmal zu Öl. Jetzt gucken wir uns nochmal die Edelmetalle an. Auch bei den Edelmetallen ist es so, dass ich hier vermutet habe, dass wenn ja, ich sag mal, das Thema Risk On, also Aktienmarkt läuft wieder, dass das den Ölpreis, Entschuldigung, den Goldpreis belasten wird. Und das war auch so. Auch hier wiederum die relevanten Hochs, an denen der Markt gescheitert ist und hat jetzt hier am 7. November ein Short-Signal generiert. Und da gehe ich davon aus, dass eben halt, wenn das Szenario eintritt, also dass die Zinsen runterkommen, dass eben halt die Angst rausgeht, die Volatilität fällt und die Aktienmärkte weiter rauflaufen, was dem saisonalen Muster entsprechen würde, dass dann eben halt auch der Goldpreis noch ein Stück weiter zurückkommen wird. Ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.